Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. So, musst du kurz das Mikrofon nochmal einmal richten. Was hat denn Reptain so für Attacken? Ach, das können wir uns gar nicht. Das können wir gar nicht nachgucken. Schade. Schade, schade, Schokolade. Da ist die Treppe. Ich habe die Treppe gesehen. Und ein paar Papungas. Babunga. Absorber ging daneben. Nice, Reptain. Stimmt, Reptain ist ja so gesehen nicht bei uns im Team. Das heißt, er folgt uns zwar zu... Er folgt uns zwar, aber er macht nicht unbedingt... Er befolgt nicht, sag ich mal, unseren Befehlen. Sowas in der Art. Wie jetzt gerade zum Beispiel, er hat nicht Papunga angegriffen, sondern ist einfach weitergelaufen. Da lag noch ein Item, verdammt. Ich hätte das holen können. Scheiße. Egal. Oh, ich hoffe, ein Knackrack. Nein, Knacksel. Oh, das ist... Knacksel ist nice. Ich wusste es. Ich wusste, Reptain hat Ruckzuck gibt. Das hatte ich noch in Erinnerung. Mehr Tanken weiß ich aber auch nicht von ihm. Ruckzuckieb, doch Laubklinge hat er wahrscheinlich noch. Schätze ich jetzt einfach mal. Nein, Giftbruder. Dein Ernst? ja, ich hoffe, Celebi ist nichts passiert. Und es ist noch dort. Es wurde nicht geschnappt von Zwirfenst und Schattendialga. Wäre auf jeden Fall vom Vorteil, auch für uns. Gott, Knackrack. Nein, Knacksel. So, Mann. Ist auch ein richtig geiles Pokémon eigentlich. Ziemlich stark auch. Ja, Laubklinge wusste ich doch. Wir wurden bepflanzt. Ach, nein. Okay, Lebensmittel wurde ungenießbar. Noch ein... Ach nee. Doch keins. Okay. Cool, wir haben einen Slimepost mehr. Schön. Okay. Treppe? Wo bist du? Hier oben vielleicht? Nein. Dann irgendwo. Hier. Nice. So, einmal kurz Kaffee woanders hinstellen. Auf meine linke Seite. Weil dann kann ich auch trinken. Oh Gott. Ein Apfel. Schön. Apfel ist immer gut zu finden. Davon hatten wir noch bis vor kurzem ein bisschen, Mangelware. Oder war Apfel noch ein bisschen Mangelware? So, ja, Reptain. Läuft einfach weiter weg. Greift das Dings gar nicht an, das Pokémon. Okay. Mobilorb. Mobilorb ist doch eigentlich... Was will ich haben? Oder? Ist es das Item, was ich denke, was es ist? Ich glaube schon. Da ist ein Papunga. Ich will das Papunga. Nice. Gusto-Samen. Zack. Mobilorb ist der Orb, der uns, glaube ich, durch Wände gehen lässt. Für die Ebene. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist... Ach ja, Schaufler kann er auch. Stimmt. Schaufler, Laubklinge, Absorber und Ruckzucki. Stimmt. So, Mobilorb. Verleiht Bewegungsfreiheit, genau. Mobilstatus. Er kann durch Wände und über Lava und so gehen. Stimmt. Ist auch öfter mal praktisch, so ein Ding dabei zu haben. Auf jeden Fall. Hey, Knackrack. Knacksel. Mann, wieso nimmt man Knackrack? Wieso denke ich immer, es ist Knackrack? Ich weiß es nicht. Wieso ist hier kein Nebel? Ist doch eigentlich ein Wald, der vom Nebel umhüllt ist. Von dunklem Nebel. Ha. Traummagie ist besiegt. Gehen wir weiter. Dim. Okay. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel Schaden das alles angerichtet hat. Aufbereitung? Was ist das denn? Ich kenne das Item gar nicht, glaube ich. Zuck. Wir machen so wenig Damage mit unserem Megasauger und so. Meine Jüde. Schon krass, schon krass. Was ist ein Knacksel hinter uns? Ich habe das erste Mal Knacksel gesagt und ich Knackrack. Wuhu. Unser Magen knurrt schon. Oh, das ist nicht so gut. Aber wir bekommen hier Äpfel und so. Wir haben ja auch noch ein Slimekost. Zwei Slimekost sogar. Wir haben... Nein.
Ja, wir brennen. Scheiße. Das heilt nicht, nee. Stimmt. Da. Treppe. Nice. Wir brennen nicht mehr. Huh. Das ist halt der Nachteil an Slimekost. Irgendein Statuseffekt kann halt auftreten. Aber egal. Meistens sind es nicht so schlimme Statuseffekte. Sowas wie Paralyse oder Schlaf oder so ist halt echt voll in Ordnung. Düsterwaldhöhen, okay. Ist das der Ort, an dem Celebi sich aufhalten soll? So ist es. Es war hier irgendwo, als ich es das letzte Mal traf. Aber falls auch Schatten die Alker diesen Ort kennt, dann wird Celebi von hier geflohen sein. Wenn dieser Ort unseren Verfolgern jedoch nicht bekannt ist, dann sollte Celebi noch hier sein. Hallo, Celebi? Na, ich bin das Retain. Zeig dich, falls du hier bist. Es zeigt sich nicht. Wurde es von Schattendiager verscheucht? Was wäre, wenn es von Schattendiager gefangen genommen wurde? Gefangen genommen? Ah, wo kam diese Stimme her? Hä? Aber jetzt höre ich nichts mehr. Diese Stimme, habe ich mir das eingebildet? Das war keine Einbildung. Ich, gefangen genommen? Was für eine Beleidigung. Gefangen genommen. Unmöglich, das steht fest. Ah. Celebi, ja. Wir haben uns lange nicht gesehen, mein lieber Retain. Ja, ist eine Weile her, Celebi. Ja, was? Dieses kleine Ding ist Celebi? Dein Ernst, Dragon. Das ist jetzt aber wirklich unverschämt. Wie ungezogen, sich über meine zierliche Proportion lustig zu machen. Tut mir leid. Ich habe gehört, dass du die Zeit durchqueren kannst. Deswegen erwartete ich, dass du ein sehr ehrfurchterregendes Pokémon sein würdest. Wie ungehobelt. Man sollte niemandem nach seinem Äußeren beurteilen. Aber ich vergebe dir. Schließlich, findest mich bestimmt niedlicher und außergewöhnlicher als erwartet. ja. Dein Ernst? Celebi, ich brauche wieder deine Hilfe. Ich weiß. Dich hier zu sehen, mein lieber Retain, verrät mir alles, was ich hier wissen muss. Du bist zurückgekommen, weil deine Mission in der Vergangenheit gescheitert ist, ja? Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass du es dieses Mal schaffst. Ich habe langsam genug hiervon. In dieser dunklen, trostlosen Welt zu leben, ist ziemlich deprimierend. Ja, tut mir leid, keine Zeit für Schwätzchen. Die Zubiris verfolgen uns. Wenn wir nicht bald gehen, handeln wir die Ärger ein. Nicht weiter tragisch. Kein Grund zur Beunruhigung. Lass sie zu Bios nur kommen. Darüber mache ich mir keine Gedanken. Wenn ihr dann so nett wärt, die Lähmung des Planeten aufzuhalten, das würde uns das Elend dieser Welt der Dunkelheit ersparen. Mein lieber Retain, diesem Ziel werde ich mein ganzes Leben widmen. Alles klar. Wo ist der Zeittunnel? Er steht bereit. Er ist hier in der Nähe. Der Zeittunnel liegt auf einer Hochebene über diesem Wald. Ja, das ist gut. Kannst du uns dorthin führen? Ja. Wollt ihr alle drei den Zeittunnel verwenden? Ja, so ist es. Oh, was ist das? Dein Freund? Was? Nein. Das kann nicht sein. Stimmt etwas nicht, Salui? Nein, es ist nichts. Nun denn, wollen wir auf zum Zeittunnel? Jo. Laufen wir zu viert im Dungeon rum? Ich glaube schon, oder? Hey, Reptane. Was ist denn dieser Zeittunnel? Der Zeittunnel ist ein Portal, das Celebi für Zeitreisen verwendet. Es ist ein geheimer Gang über mehrere Dimensionen. Bei kurzen Ausflügen kann ich alleine durch die Zeit reisen. Aber für größere Reisen, die mehrere Generationen umfassen, muss ich den Zeittunnel verwenden. Oh, also wenn wir durch diesen Zeittunnel gehen, dann... Ja, dann könnt ihr in eure eigene Zeit zurückkehren. Oh, ich kann ihn sehen. Da ist der Eingang zur Hochebene hinaufführt. Der Zeittunnel ist ganz oben. Gut, wir brechen auf, sobald wir fertig sind. Reptain, auch nochmal schnell zu Kangama-Lager. Wir können ja eh nichts lagern, ne? Doch, wir können noch ein Item lagern. Wir lagern mit dem Mobilorb. So, wir können los. Right, jo.
Gut, dann gehen wir jetzt. Wir müssen uns auf dem Zeittunnel, auf dem Weg zum Zeittunnel machen. Gehen wir. Ja, vorher noch einen Schluck Kaffee nehmen, ne? Ja, jetzt sind wir hier zu viert unterwegs, Alter. Huiuiui. Taucher. Taucher, cool. Taucher, sehr cool. Kann nur irgendwie keiner von uns lernen später. Aber egal. Hey. Fulipurba. Ja. Ist okay, Celebi. Ist okay, du musst jetzt nicht übertreiben. Ist okay, Celebi. Oh. Das hasse ich. An Antikraft oder so. Das ist so nervig. Das ist so verdammt nervig. Hallo, Fulipurba. Es ist besiegt. Man muss jetzt hier einen Sandsturm wüten, das ist so nervig, dass die, ja, immer wegen dem Schaden und so. Alleine so und so viel Schaden. Und dann bei 4 Teammitgliedern ist das echt verdammt ätzend. Okay. Oh, bitte kein Sandsturm, bitte kein Sandsturm. Na, kein Sandsturm. Zurück! Und Rizeros wurde besiegt. Wir kommen jetzt ziemlich gut durch die Ebene, ne? Hui. Stolos! Ach, das packt Rotain. Zurück. 316 Damage. Schönes Damage, Reptane, muss ich ja sagen. Schönes Damage. Danke für deine Mithilfe. Ja, zurück. Okay. Was ist das? Ein Flea-Orb. Nett. Und die Treppe. Wir kommen ziemlich gut durch den Wald, ne? Ziemlich gut. Top-Elixier nehme ich auch gern mit. Ich freue mich, wenn wir gleich in der Stadt sind wieder und ich unser Lager ausmisten kann. Oh, das ist... Oh, herrlich. Und vor allem werden wir da ganz schön viel Kohle haben, ne? Zock. Zack. Zack. Dein Ernst. Zack. Und Zack. Okay, hier war keine Treppe. Nice. Super toll. Da ist die Treppe. Und noch ein Item. Ein Samen. Bitte, Belebersamen. Grimmsamen. Dein Ernst. Mann, oh. Okay, Sackgasse. Was ist hier hinten so? Ein Rizeros. Schub. Es war mal ein Rizeros. Und Dragon Level 33. Schöne Sache. Celebi ist auch Level 45. Eieieiei. Schon krass, ne? Schon krass. Irgendwie. Zack. Noch ein Gusto-Samen, schön. Ne, eben hatten wir Grimmsamen, ne? Stimmt. Schwerttanz? Ist jetzt auch nicht so super. Wie viel Poker haben wir eigentlich? 1400, stimmt, wir haben ja einmal unsere Hälfte verloren. Nee. Stimmt. Wir hätten mehr gehabt. Wo so viel mehr wahrscheinlich auch nicht. Aber, naja. Was soll's? Setz bitte keine Antikraft ein. Also Zauberblatt. Okay, das ist gut. Zauberblatt bin ich zufrieden mit. Antikraft. Okay, es steigert aber nicht seine Werte. Alter, Eiszahn, dein Ernst? Stalos, geh weg mit deinem Eiszahn. Das ist nicht cool. Mein Magen knurrt, ich hab Hunger. Ich sollte gleich was essen. Gut, dass meine Mama gerade Essen macht. Finde ich sehr gut. Oh. Dreifaches Tempo, Alter! Heilige Scheiße. Hübsche Box. Ja, sehr hübsch sieht so aus, auf jeden Fall. 3 Poke. Alter, finden wir wenig Poke. Was ist das denn? Okay, wir sind... Oh, jetzt sehe ich ihn. Da ist er. Ich habe mir den Cooler vorgestellt. Muss ich ja sagen. Ist das... Der Zeittunnel? Ja, das ist richtig. Das ist der Zeittunnel. Ich bin da durchgegangen, um in die Vergangenheit zu gelangen. Celebi, nur du kannst den Zeittunnel öffnen. Tu, was du zu tun hast. Sicher. Stehen geblieben. Das reicht. Was? Diese Stimme? Das kann nicht sein. Hallo, miteinander. So sieht man sich wieder.
Zwölfenst. Zwölfenst? Eure Wuselei hat mich ganz schön weit gebracht. Umso trauriger, dass für euch jetzt alles vorbei ist. Oh nie. Und da sind auch noch die Zubiris. Geschickt eingefädelt, Zwölfenst. Du ließ uns freie umherlaufen und hast uns aber die ganze Zeit beobachtet. Das alles, damit du sowohl Celebi als auch mich, uns gefangen nehmen kannst. Was? Du meinst also, wir wurden die ganze Zeit verfolgt? Ja, das habe ich nicht kommen sehen. Es ist alles meine Schuld, Celebi. Oh? Entschuldigung. Entschuldigung passen nicht zu seinem Stil, mein lieber Reptane. Und glaubst du wirklich, dass ich gefangen werden kann? Nein, irgendwie glaube ich das nicht. Leute, seid ihr bereit zu kämpfen? Was? Selbstverständlich. Wir werden uns den Weg freiprügeln. Wir drängen sie zur Seite. Dann tauchen wir in den Zeitraum ein. Verstanden. Na, ihr wollt euch widersetzen? Spart euch die Mühe. Das ist völlig aussichtslos. Na, das wissen wir noch nicht sicher. Zumindest nicht, bis wir es versucht haben. Zwölfenst, du und ich jetzt. Reptane, glaubst du, ich bin so naiv, allein zu kommen? Was? Jetzt, Meister Dialga. Es ist stockfinster geworden. Alter, als ob Dialga... Okay, Dialga ist da. Verdammt. Heilige Scheiße. Das ist. Reptane, was ist das? Was ist dieses Ding? Das ist Schattendialga. Was? Das ist Schattendialga? Was ist los, Reptane? Wo ist dein Heldenmut geblieben? Pah. Mein lieber Reptane. Das war es für uns. Was? Warum? Wollen wir nicht kämpfen? Es ist aussichtslos. Zwölfenst allein ist eine Sache. Aber gegen die Alga haben wir keine Chance. Ihr zwei habt euch so gut geschlagen. Es tut mir leid, dass ich euch hängen lassen muss. Hier endet die Geschichte. Aber... Ich gebe auf, Zwölfenst. Verfüge über mich nach Belieben. Mein lieber Reptane. Was ist los mit dir, Reptane? Sonst gibst du doch nicht so schnell auf. Ja, ich gebe auf, aber die Hoffnung lebt. Celebi, erinnerst du dich? Das letzte Mal, als ich durch die Zeit zurückreiste, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Ich war nicht allein. Es gab da noch jemanden. Was? Reptane, du bist nicht allein in unsere Welt gekommen? Das stimmt. Ich hatte einen Partner. Wir sind zusammen in die Vergangenheit gereist. Aber als wir durch den Zeitschulen reisten, gab es Probleme. Wir wurden getrennt. Mein Partner ist wohl immer noch in dieser Welt der Vergangenheit. Sogar wenn ich aus dem Weg geräumt werde. Mein Partner wird unsere Mission zu Ende führen. Mein Partner wird die Lähmung des Planeten aufhalten. Was? Was ist denn so lustig? Du behauptest also, dass jemand sei mit dir durch die Zeit gereist? Wie heißt dein Partner eigentlich? Komm schon, sag den Namen. Warum so eine Frage? Kannst du ihn mir nicht sagen? Doch, der Name meines Partners ist Doki. Mein bester Freund. Was? Reptane, sagtest du Doki? Nun, das hier ist Doki. Was? Du bist Doki? Nein, das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Doki ist kein Pokémon, das weiß ich genau. Doki ist ein Mensch. Was? Okay. Ganz genau. Mein bester Reptane, das ist unverkennbar dein Partner Doki. Was? Das Pokémon vor deinen Augen war früher ein Mensch. Was?
Meister Dialga gab mir einen Auftrag. Ich sollte euch beseitigen, Reptain und Doki, weil ihr in die Vergangenheit geflüchtet seid. Ich reiste durch die Zeit, um euch zu verfolgen. In der Vergangenheit sammelte ich Informationen, die mir helfen sollten, euch zu finden. Und irgendwann traf ich dann Team Pokepakt. Oh, hallo. Ihr seid von der Gilde, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir sind Team Pokepakt. Wir arbeiten für die Gilde. Freut uns sehr, dich kennenzulernen. Aber zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nichts. Mein Partner hat es zufällig in einem Traum gesehen. Wie bitte? In einem Traum, sagst du? Was meinst du mit Traum? Als sie den dimensionalen Schrei erwähnen, war ich noch skeptisch. Aber dann fing eine Idee an, in meinem Kopf Gestalt anzunehmen. Und... Ja, mit der Erinnerung an seinen Namen und daran früher ein Mensch gewesen zu sein. Wie bitte? Ein Mensch? Also ein ehemaliger Mensch, ohne Erinnerungen. Ein Mensch mit dem dimensionalen Schrei. Da war ich überzeugt. Bist du. Du sagtest, dass du zumindest deinen Namen weißt, oder? Und wie lautet dein Name? Doki. Na, ich verstehe, du bist Doki. Sagt dir dieser Name etwas? Nein. Leider sagt er mir nichts. Wie, was? War das gerade der Anflug eines... Hat Zwiffens dich gerade Lächeln unterdrückt? Oder habe ich mir das eingebildet? Es bestand kein Zweifel mehr. Doki war die Person, die ich gesucht hatte. Ich muss den Part beenden, Leute. Dass Doki das Gedächtnis verlor und dann in ein Pokémon verwandelt wurde, das muss durch den Zufall während der Zeitreise geschehen sein. Nun, dass Doki das Gedächtnis verlor, war ein Glücksfall für mich. Schließlich konnte ich deinen Partner nicht mehr erkennen. Konnte mich dein Partner nicht mehr erkennen. Es war recht einfach, das Vertrauen deines Partners zu gewinnen. Und es war auch einfach, ihn in die Zukunft zu holen, als die Zeit reif war. Zwiffens hat wirklich gelogen. Dann musstest du, Reptain, eigentlich nur den Rest des Jobs erledigen. Ich war ein Mensch aus der Zukunft und ich war der Partner von Reptain bei der Mission, die Lähmung des Planeten zu verhindern. Und so bin ich dann in der Welt von Dragon gelandet. Reptain und Doki, jetzt wo ihr hier seid, ich werde diese Sache beenden, indem ich euch endlich loswerde. Damit verflüchtigt sich dann auch das letzte Fünkchen Hoffnung von Reptain. Alles geht zu Ende. Nu, zu Ende für euch. Zwölfens, nein. Zwölfens. Habt ihr euch endlich mit eurem Schicksal abgefunden? Reptain. Doki. Wir werden euch für immer los sein. Das ist das Ende für euch. Okay, Leute, bevor wir jetzt hier weitermachen, ich muss den Part beenden, sonst überziehen wir zu lange. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!